Hier in der Gegend um den Obersalzberg hat sich Adolf Hitler erholt. Und hier ließ er sich auch gerne mit Einheimischen von seinem Leibfotografen Heinrich Hoffmann porträtieren, um Volksnähe zu demonstrieren. Postkartenmotive als Propaganda. Vor allem mit Kindern zeigte sich Hitler gern. Eines davon war Gerhard Bartels, heute 83, Gastwirt. Er wuchs am Hintersee auf, gut 10 Kilometer entfernt vom Obersalzberg. In den Jahren 35 bis 37 war der Hitler oft hier am Hintersee bei meinem Onkel, der im Ersten Weltkrieg sein Feldwebel war. Den hat er privat besucht und kam immer zum Kaffee trinken mit den ganzen Mannschaften. Da waren verschiedene Leute dabei, Dr. Todt, Dr. Brandt, ich weiß nicht, Göring war auch mal hier, aber der war nicht auf dem Bild. Hier links im Bild ist der Dr. Todt, der Autobahnmann, der hier am Hintersee ein Haus hatte. Dann komme ich, dann kommt der Dr. Brandt, der hätte auch irgendwas mit den Nürnberger Gesetzen, mit den Rassegesetzen hatte ja auch was zu tun, ich weiß jetzt nicht mehr was. Dann meine Cousine Anne Weiß und der Führer persönlich. Und ich bin ja auch mit dem Führer und das auch wieder mit meiner Cousine. Ne? Das ist die Tochter von dem Feldwebel vom Hitler im Ersten Weltkrieg. Und da mussten wir immer hingehen. Und hätten nur sagen sollen, heil mein Führer. Und ich habe gesagt, grüß Gott. Und da hat mich die Kinderschwester nachher geschimpft. Und dann sind wir hin, haben Kaffee getrunken oder Kakao getrunken und Kuchen gegessen. Ne? Und dann hat mich mal gefragt, was ich werden will. Dann sagte ich, weiß ich noch nicht. Dann sagt der Dr. Todt, der Autobahnmann, ja, das wird bestimmt mal ein Berghofbauer. Und haben alle so gelacht, ich wusste nicht, was ein Berghofbauer ist. Ne? Ja, und für uns war das eher unangenehm, weil wir uns immer umziehen mussten, ne? Und waschen extra. Ne? Ja, und dann sind wir wieder weg. Und wie wir dann runter in den Hof runtergerannt sind, da fragt mich eine Dame, na Kleiner, was hat denn der Führer zu dir gesagt? Da habe ich gesagt, nichts Gescheites. Und dann hat meine Kinderschwester nachher geschimpft, weil die hat das gehört. Ne? Und ja, da sieht man meinen politischen Weitblick, nicht, was ich damals schon hatte. Ja, und dann sind wir wieder zum Spielen gegangen, war das für uns erledigt. Ne? Und die Leute, die sind dann, ja, da waren Bewachung und da war alles mögliche, da waren hunderte Touristen, sind da rum, heil mein Führer, geschrien. Ne? Mords-Action immer. Ne? Für uns war das nichts Außergewöhnliches, nichts Besonderes. Ne?